Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich meinen Lesemonat Mai für euch. Ich musste gerade kurz überlegen, ob Mai richtig ist, aber doch, ja, der Mai ist jetzt schon wieder rum. Und der Lesemonat war sogar richtig erfolgreich, was vor allem daran liegt, dass ich sehr viele Hörbücher gehört habe, also für meine Verhältnisse zumindest. Und das hätte ich vor ein paar Jahren gar nicht so gedacht, dass ich mal so in dieses Hörbuchhören reinfinde, beziehungsweise das so sehr genieße. Aber aktuell passt es einfach doch ganz gut so zu meinem Alltag und zu den restlichen Sachen, die ich eben noch so mache oder für die ich mir Zeit nehmen möchte. Denn ich habe ja schon öfter jetzt erwähnt, dass ich gerade viel an meinem eigenen Jugendroman schreibe. Gut, jetzt gerade in den letzten Tagen habe ich das auch wieder ein bisschen vernachlässigt, aber prinzipiell versuche ich mir da schon auch viel Zeit zu nehmen, um da eben voranzukommen. Ja, da nehme ich mir dann irgendwie nicht so viel Zeit zum Lesen, aber Hörbuch hören kann ich dann doch ganz gut so integrieren, beziehungsweise das ja auch nebenher machen, wenn ich irgendwas anderes mache, zum Beispiel aufräume oder irgendwie, weiß nicht, beim Kochen helfe oder sowas. Von daher ist das echt ganz praktisch und das habe ich jetzt so auch ein bisschen neu für mich entdeckt in der letzten Zeit. Ich habe aber trotzdem auch was gelesen, wobei ich glaube, ich jetzt nur 2 Bücher gelesen habe und der Rest, also 5 Hörbücher dann noch gehört habe. War aber generell echt eine ganz gute Anzahl, also ich bin super zufrieden damit und es waren größtenteils auch alles richtig tolle Bücher bzw. Hörbücher. Genau, und ansonsten habe ich mir hier gerade auch schon mal einen Tee gemacht, es ist ganz schön kühl heute. Genau, ihr könnt euch auch gerne was zu trinken bereitstellen oder auch Snacks, denn wie ich mich kenne, wird dieses Video wahrscheinlich wieder ein bisschen ausarten und ich werde mich wahrscheinlich auch wieder nur schwer kurz fassen können, gerade weil es jetzt auch noch 7 Bücher sind. Ich weiß noch, beim letzten Lesemonat ging der, glaube ich, auch schon über eine halbe Stunde und da waren es nur 5. Also mal sehen, was das jetzt hier wird. Aber an sich mag ich es auch, ein bisschen ausführlicher über die Bücher zu reden und habe mich jetzt auch schon total darauf gefreut, wieder diesen Lesemonat zu drehen und mit euch ein bisschen über die Bücher zu plaudern. Genau, ansonsten habe ich übrigens auch gerade mal wieder einen anderen Hintergrund gewählt. Ich finde es total schwierig, hier in diesem Raum eine Stelle zu finden, an der ich drehen kann, wo es nicht zu chaotisch ist und man eigentlich nicht zu viel vom Hintergrund sieht, wo aber trotzdem gleichzeitig gutes Licht ist. Und ich dachte mir jetzt, okay, ich entscheide mich jetzt für einen Ort, wo gutes Licht ist. Und ja, mit diesem Hintergrund müssen wir jetzt alle mal klarkommen. Ich meine, ich habe versucht, es so aufgeräumt wie möglich zu halten und ich denke, das ist jetzt mal in Ordnung. Dafür bin ich wenigstens ganz gut ausgeleuchtet. Genau, und jetzt würde ich sagen, legen wir auch direkt los mit dem ersten Buch. Das ist gleich eins, über das ich gar nicht so viel sagen kann. Ich blende euch das dann hier ein. Und zwar No Escape, Insel der Toten von Wolfgang Holbein und Jens Schumacher. Das ist so ein Mystery-Thriller zum Miträtseln. Den habe ich eigentlich auch schon im April angefangen, aber ich habe so 1,5 Monate daran gelesen. Also da habe ich wirklich ziemlich lange für gebraucht, was aber nicht nur an dem Buch gelegen hat, sondern auch einfach an meinen Umständen. Ich war zwischendurch ja auch nochmal ein bisschen unterwegs. Also das war dann irgendwie auch in den Osterferien, wo ich das gelesen habe. Und da waren wir halt gerade nochmal weg und dann hat das ja sich halt alles so ein bisschen gezogen. Darum seht ihr das eben jetzt erst im Lesemonat Mai. Das Ganze ist ein Rezensionsexemplar von der Krimi-Couch. Das heißt, da werde ich jetzt an dieser Stelle auch nicht wirklich noch weiter was zu sagen, denn da gibt es dann schon eine Rezension. Also die ist auch schon online. Ich verlinke die euch mal unten in der Videobeschreibung. Das ist übrigens auch eine bezahlte Rezension, möchte ich an dieser Stelle auch nochmal anmerken, so der Transparenz halber. Aber das ändert nichts an meiner Meinung zu dem Buch. Ich hatte nämlich auch ein paar Kritikpunkte, die sind auch in der Rezension zu finden. Aber im Großen und Ganzen gab es auch Dinge, die mir gefallen haben an dem Buch. Also wenn ihr da mehr zu wissen wollt zur Handlung und eben auch zu meiner Meinung, dann guckt da sehr gerne mal vorbei. Das nächste Buch war dann ein Hörbuch und zwar der erste Teil der The Secret Book Club Reihe, ein fast perfekter Liebesroman von Lissa K. Adams. Das Ganze habe ich zusammen mit meiner Mutter gehört beim Abwaschen, denn da hören wir ja immer so ein bisschen zusammen Hörbücher. Also zuletzt hatten wir eben das Lied der Krähen und das Gold der Krähen gehört und das war meiner Mutter aber ein bisschen zu brutal und auch zu düster und dann hatte sie gesagt, dass sie jetzt Lust hätte auf was, ja, so ein bisschen Lockeres, Leichtes, vielleicht auch Romantisches oder Unterhaltsames einfach. Und da ich dieses Hörbuch eben eh noch auf meiner Bookbeat-Liste hatte, dachte ich, okay, können wir das ja jetzt mal hören, das passt dann ja ganz gut zu den Wünschen von meiner Mutter und ich wollte es, wie gesagt, sowieso schon mal hören. Und zwar geht es hier um ein Paar, beziehungsweise die sind gerade dabei, sich ziemlich auseinanderzuleben. Also die Frau Thea möchte sich scheiden lassen und der Mann, wie heißt er denn jetzt nochmal? Okay, ich musste es jetzt echt gerade mal nachgucken, aber der hieß Gavin, der Mann. Also Gavin und Thea waren bisher ein Paar, sie haben auch 2 Kinder zusammen, allerdings ist jetzt etwas vorgefallen, was genau, das möchte ich an dieser Stelle noch nicht verraten. Und Thea möchte im Prinzip jetzt die Scheidung einreichen, also nicht nur im Prinzip, sie möchte die Scheidung einreichen und Gavin ist damit aber nicht so einverstanden, sage ich mal so, beziehungsweise er hängt halt noch sehr an dieser Beziehung und möchte Thea zurückgewinnen. Und bei Thea ist es auch so, dass sie eigentlich schon noch irgendwie was für Gavin empfindet, aber es einfach zu viel vorgefallen ist und sie zu sehr enttäuscht wurde, als dass sie jetzt sich da nochmal wirklich drauf einlassen möchte. Gavin findet dann jedoch Hilfe bei seinem Plan, Thea zurückzugewinnen, bei seinen Kumpels, also vor allem bei seinem besten Freund und anderen Freunden. Das sind teilweise Sportler. Gavin ist nämlich Profisportler, er ist Footballspieler, genau. Und auf jeden Fall findet er Hilfe bei dem Secret Book Club. Das ist ein Buchclub aus Männern, also aus Ehemännern, die Liebesromane lesen, um ihre Frauen besser zu verstehen und eben, ja, bessere Beziehungen zu führen. Sie tauschen sich unter anderem auch über toxische Männlichkeit aus
Und genau, das fand ich erstmal eine total spannende Grundidee. Ich glaube, mehr muss ich zum Inhalt auch gar nicht sagen. Mich hat halt vor allem so dieser Aspekt mit diesem Buchclub gecatcht. Ich fand das irgendwie eine total coole Idee, habe das so auch noch nie gehört. Also, dass es einen Buchclub von Männern gibt, die eben Bücher lesen, um ja mit ihren Frauen besser klarzukommen oder die vielleicht auch besser zu verstehen oder auch sich selber besser zu verstehen. Und das fand ich schon mal total interessant, das hat mich einfach neugierig gemacht. Und zudem habe ich das Buch auch ziemlich häufig auf Bookstagram gesehen, wo es ja doch schon gehypt wurde. Wobei, vielleicht liegt das auch nur an meiner Bubble so, an Leuten, denen ich folge, weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall habe ich davon ziemlich vielen Leuten gehört, dass es gut sein soll. Deswegen habe ich das dann mal mit meiner Mutter auch gehört. Das geht übrigens 9 Stunden. Genau, aber zu dem Aspekt, dass ich es mit meiner Mutter gehört habe, kann ich direkt mal sagen, dass ich das für so einen Zweck nicht so ganz empfehlenswert finde. Denn es gibt doch einige Szenen, in denen es dann zur Sache geht, sage ich jetzt mal so. Und gegen solche intimeren Szenen habe ich prinzipiell nichts. Wobei ich in dem Fall die Beschreibung schon ein bisschen vulgär fand und umgangssprachlich, das ist jetzt auch nicht so mein Fall, aber an sich habe ich da jetzt eigentlich kein Problem damit, wie gesagt, wenn Szenen solcher Art vorkommen. Nur eben, um das gemeinsam mit meiner Mutter zu hören, naja, kann ich mir doch besser geeignete Hörbücher vorstellen. Und dann dachte ich mir eben, ja, beim dritten oder vierten Mal, als das dann eben entsprechend auch detailliert beschrieben wurde, okay, reicht jetzt auch langsam wieder. Genau, also das war dann so ein bisschen unangenehm, sage ich mal so. Ich meine, super krass peinlich fand ich es jetzt auch nicht. Es war okay, war dann halt so. Aber ja, von daher werde ich die Reihe wahrscheinlich jedenfalls nicht mit meiner Mutter zusammen weiterhören, wobei ich mir auch generell unsicher bin, ob ich die überhaupt weiterhöre. Also die Folgeteile behandeln andere Hauptfiguren, soweit ich weiß, die man jetzt aber auch schon im ersten Teil kennengelernt hat, so habe ich es zumindest verstanden. Genau, ansonsten war es auf jeden Fall schon definitiv eine unterhaltsame Geschichte. Also es hat mich mehrmals auch zum Lachen bringen können und war einfach amüsant, manchmal auch ein bisschen oberflächlich, aber da muss ich sagen, habe ich mir jetzt auch nichts super Tiefgründiges erwartet. Ja, was ich ganz cool fand, war, dass es manchmal auch so feministische Anspielungen gab, beziehungsweise Personen sich eindeutig auch als Feminist oder Feministin beschrieben haben, so und auch dementsprechend geäußert haben. Das fand ich ganz cool. Das hätte ich eigentlich gar nicht erwartet bei dem Buch. Dann gab es wiederum aber auch, ja, Szenen oder Formulierungen oder so, die dann ganz schön kitschig und schmalzig waren, was ich wiederum schon erwartet habe bei so einem Buch. Also, ich meine, man kann das vielleicht nicht verallgemeinern, dass alle Liebesromane total kitschig und schmalzig sind, aber ja, ich glaube, das liegt ja schon auch in gewisser Weise so ein bisschen an dem Genre, wobei es dann natürlich auch Ausnahmen geben kann. Genau, ansonsten gab es auch immer mal wieder Formulierungen, die zu diesem feministischen Anteil dann nicht so richtig gepasst haben. Wobei, die sind vielleicht nicht mal unbedingt direkt antifeministisch, sondern einfach an sich toxisch gewesen. Ich denke, so kann man das formulieren. Wobei ich mir vorstellen kann, dass das Leute auch anders bewerten würden und das so jetzt meine Art ist, das zu interpretieren. Ich meine zum Beispiel so Formulierungen wie, ja, du bist meine bessere Hälfte, erst mit dir fühle ich mich vollständig, erst mit dir bin ich glücklich. Weil, also ich meine, gerade dieses du bist meine bessere Hälfte ist wahrscheinlich doch schon einfach sehr dahingesagt und soll ausdrücken, dass eine Person sehr verliebt ist in eine andere Person. Wobei das ja auch, glaube ich, auf Freundschaften bezogen öfter mal gesagt wird. Aber hier ging es dann eben um eine Beziehung. Also ich verstehe schon auf einer logischen Ebene, was damit gemeint sein soll, nämlich dass die andere Person einem sehr, sehr wichtig ist und das Leben bereichert. Aber ja, der Kontext bzw. die Art und Weise, wie das ausgedrückt wurde, und das meine ich jetzt nicht nur speziell auf dieses Buch bezogen, sondern generell, wenn sowas gesagt wird, das ja, missfällt mir immer so ein bisschen, weil ich finde, dass das so rüberkommt, als ob es quasi ja, dann an einer anderen Person liegen würde, beziehungsweise in der Verantwortung einer anderen Person liegen würde, einen selber glücklich zu machen und zu erfüllen, was ich absolut nicht so sehe. Also man selber ist für das eigene Glück verantwortlich, beziehungsweise ja, man sollte diese Verantwortung eben nicht an andere Leute abgeben. Das ja, kann dann ja auch schnell, denke ich, eben in eine ungesunde Beziehung führen. Also, wenn man dann auch wirklich so danach lebt und das nicht einfach nur so dahin sagt, solche Sachen, ja, weil es dann irgendwie auch zu einer Abhängigkeit führen kann. Also, wenn man sagt, man ist nur glücklich, wenn man mit einer anderen Person zusammen ist. Ich meine, ich verstehe schon, was damit gemeint sein soll. Also, dass eine Beziehung einen glücklich macht. Aber das wirkt halt so, als ob man ohne Beziehung automatisch unglücklich wäre. Und das, ja, würde ich sagen, ist doch schon irgendwie eine ungesunde Vorstellung. Wobei ich da jetzt vielleicht als Person, die noch nie eine Beziehung hatte, auch schlecht mitreden oder das schlecht beurteilen kann oder zumindest mal anders beurteile als Personen, die da schon Beziehungen hatten. Aber ich würde sagen, eine Beziehung sollte einfach so eine Cherry on top sein und nicht etwas, ja, was einzig und allein dafür sorgt, dass man glücklich ist. So, ich hoffe, ihr versteht so ein bisschen, was ich meine oder es kommt rüber, was eben mein Problem mit solchen Aussagen ist. Ja, das waren wirklich einfach nur in so einem Nebensatz dahingesagte Aussagen. Also wahrscheinlich interpretiere ich da jetzt ein bisschen zu viel rein, aber es ist mir eben aufgefallen, von daher wollte ich es mal anmerken.
Aber das hat jetzt das Buch nicht wirklich für mich irgendwie schlechter gemacht. Ich wollte es aber trotzdem einfach mal sagen, weil es mir halt aufgefallen ist und mich auch mal interessieren würde, wie ihr darüber denkt. Also ob euch sowas bei Büchern auch auffällt, also negativ auffällt, und ob ihr das nachvollziehen könnt, was ich eben meine. Aber ansonsten, was kann ich zu dem Buch noch sagen? Ich mochte den Humor ganz gerne. Es war eine nette Unterhaltung. Vor allem eine Nebenfigur fand ich ganz cool, und zwar die Schwester von Thea. Liv hieß die. Die hat nämlich was gegen Gavin, kann man mal so sagen. Und das hat sich für Gavin wahrscheinlich nicht unbedingt so toll angefühlt. Aber um das so zu hören, war es doch auf jeden Fall amüsant, was für Wortgefechte die sich dann geliefert haben. Sowas mag ich in Büchern ja ganz gerne. Ja, und ich denke, mehr brauche ich dazu jetzt auch gar nicht zu sagen. Es war eine ganz nette, amüsante Geschichte. Ich glaube aber, dass ich die Reihe vielleicht nicht unbedingt weiterhören werde oder zumindest nicht in nächster Zeit, weil ich mir schon vorstellen kann, dass es einfach nicht mehr so spannend oder cool ist, die anderen Teile zu hören, weil ich glaube oder vermute jetzt mal, dass es schon sehr ähnlich aufgebaut ist und auch der Humor sehr ähnlich sein wird. Und ich weiß halt einfach nicht, ob das dann nicht so ein bisschen einem alles schon so bekannt vorkommt aus dem ersten Teil. Das ist halt so meine Befürchtung. Also, dass es dann nicht mehr wirklich viel Neues mit sich bringt. Aber vielleicht liege ich damit ja auch falsch. Ihr könnt ja, falls ihr die Folgeteile schon gelesen oder gehört habt, mir mal in die Kommentare schreiben, ob sich das noch lohnt, die also auch zu lesen bzw. zu hören. Achso, und eine Sache kann ich vielleicht auch noch anmerken. Ich finde, dass dieser Buchclub eine relativ kleine Rolle eigentlich gespielt hat. Gerade dafür, dass er eben so ein Alleinstellungsmerkmal ist von dieser ganzen Geschichte, fand ich es doch ein bisschen schade. Oder naja, sagen wir mal so, er hätte von mir aus auch noch eine größere Rolle spielen können. Aber die Art und Weise, wie der eingebracht wurde, fand ich an sich schon cool. Und ich denke, das war es auch, was ich jetzt zu diesem Buch sagen möchte. Dann machen wir weiter mit einem Fantasy-Roman. Das ist Urban Fantasy für Jugendliche, aber nicht nur. Und zwar Adrian Blackwell im Reich der Schatten von Ralf Rabe. Das ist der erste Teil einer Reihe. Ich weiß gar nicht, wie viele Teile angedacht sind. Aber dieses Jahr im Herbst soll auf jeden Fall eine Fortsetzung erscheinen. Und zwar geht es hier um den 16-jährigen Adrian Blackwell, der kürzlich seinen Vater verloren hat bei einem Unfall. Also es ist nicht so ganz klar, ob es wirklich ein Unfall war, aber Adrian ist auf jeden Fall erpicht darauf, das aufzuklären, erst recht als zwei Gestalten in seinem Umfeld auftauchen und sein Leben erneut durcheinander wirbeln, und zwar Thor, also der Donnergott Thor höchstpersönlich, und dessen Vater Odin, also der Göttervater. Und ja, Adrian hat bisher einfach ein relativ normales Leben gelebt eigentlich, und jetzt tauchen da plötzlich zwei Figuren aus der nordischen Mythologie auf. Das sorgt natürlich für Aufregung, und bei ihm tauchen sehr, sehr viele Fragen auf. Die beiden wollen auch etwas von ihm. Und zwar war Adrians Vater Professor für nordische Mythologie und hat sich vor allem mit Runen beschäftigt. Und er hat eine Abschrift gemacht von Runen, die einen Zugang ermöglichen zum Totenreich von der toten Göttin Hel, also zur Unterwelt im Prinzip. Und Odin und Thor wollen jetzt diesen Runencode haben, beziehungsweise das Notizbuch, in dem dieser Runencode drin ist, weil sie in die Unterwelt gelangen müssen, um dort die Äpfel der Aidun, hieß das so, ich glaube, zu holen, weil sonst der Untergang der Götter Asgards bevorsteht. Das klingt jetzt vielleicht alles ein bisschen kompliziert, aber falls ihr, ja, vielleicht auch bei den ganzen Namen jetzt noch nicht wirklich ein Bild vor Augen habt, ist das überhaupt nicht schlimm, denn das Buch führt wirklich da gut ran und gibt einen guten Überblick. Also ich selber hatte vorher nicht wirklich viel Ahnung von der nordischen Mythologie. Also klar, so ein paar Namen kannte ich schon, aber jetzt auch nicht allzu viele, und gerade genauere Zusammenhänge oder irgendwelche Göttersagen kannte ich jetzt auch nicht wirklich. Von daher war ich da total neugierig drauf, weil es mich prinzipiell schon interessiert, und ich finde, das wurde sehr gut umgesetzt. Also auch auf so einem Niveau, dass man gut folgen kann, wenn man eben diese ganzen Sagen und Geschichten und Beziehungen zwischen den einzelnen Personen nicht kennt. Genau, ach so, und hinzu kommt, das habe ich jetzt noch gar nicht erwähnt, dass Odin und Thor nicht die einzigen sind, die Interesse an dem Notizbuch von Adrians Vater haben, sondern auch ein paar von der bösen Seite, ein paar Personen bzw. mythische Figuren aus der Unterwelt. Unter anderem nämlich der, bzw. vor allem eigentlich der Wolf Fenris, also das ist ein übermäßig großer Wolf, der Adrian dann durch London jagt, denn Adrian wohnt eigentlich in Manchester, aber begibt sich dann nach London auf die Suche nach dem Notizbuch von seinem Vater. Das muss er nämlich überhaupt erstmal aufspüren und ist dann eben hin und her gerissen zwischen diesen zwei Seiten, weil er einerseits eben von Fenris bedroht wird, aber auf der anderen Seite würde er eigentlich von seinen moralischen Vorstellungen her gerne Odin und Thor helfen, um eben den Untergang der Götter zu verhindern quasi. Und das ist im Prinzip die Geschichte. Das Ganze geht 6 Stunden, glaube ich, ungefähr. Also es ist gar nicht mal so lang. Ich fand es sehr, sehr gut gelesen. Am Anfang, muss ich sagen, fand ich es ein bisschen klamaukig. Also da gibt es so eine Szene, wo Adrian dann, oder Adrian dann seinem Schulschwarm irgendwie was sagen möchte, beziehungsweise sie um ein Date bitten möchte. Und dann reißt ihm irgendwie seine Hose, und das fand ich alles irgendwie ein bisschen merkwürdig, muss ich sagen. Also da war es mir ein bisschen zu klamaukig einfach. Aber sobald dann Thor und Odin auftauchen und wirklich die Geschichte losgeht und auch diese Fantasy-Aspekte, ja,
zutage kommen, beziehungsweise dann eben eintreten, fand ich es richtig gut und habe mich dann auf jeden Fall auch gepackt und ich fand es richtig spannend erzählt und auch vor allem atmosphärisch, also ich konnte mir das alles sehr gut vorstellen und so diese, ja, düstere, mystische und abenteuerliche Stimmung ist auf jeden Fall richtig drüber gekommen und ich war einfach immer neugierig, wie es weitergeht und vor allem ist es, finde ich, auch einfach mal ein bisschen was anderes gewesen, so von der Umsetzung her. Aber das liegt vielleicht auch daran, dass ich einfach in diesem Bereich der Mythologie bzw. ja, Mythologie-Adaptionen auch noch nicht so viel gelesen habe. Es war aber nicht nur spannend, sondern auch humorvoll. Also Ralf Raabe hat es geschafft, immer wieder durch so eine gewisse Portion Humor oder auch Selbstironie das Ganze ein bisschen auch wieder aufzulockern, sodass es auf jeden Fall richtig Spaß gemacht hat, einfach das zu hören. Es war jetzt nicht so, dass ich so mitgefiebert habe, wie ich das vielleicht bei einem Thriller tun würde, obwohl es sogar auch um Leben und Tod ging in gewisser Weise. Aber es war auf jeden Fall fesselnd und wie gesagt auch an der einen oder anderen Stelle sehr unterhaltsam, sodass ich diese Geschichte auf jeden Fall allen Fantasy-Fans und allen Fans von nordischer Mythologie empfehlen kann und auch solchen, die es noch werden wollen, also auch Leute, die da einfach vielleicht noch nicht so viele Berührungspunkte mit hatten, so wie ich selber. Ich habe auf jeden Fall nach diesem Buch total Lust bekommen, mich da weiter mit zu beschäftigen und auch, ja, vielleicht noch andere Geschichten zu hören, in denen eben nordische Mythologie so aufgegriffen wird und freue mich natürlich auch sehr auf Teil 2. Insgesamt war es an der einen oder anderen Stelle manchmal ein bisschen zu kurz gedacht vielleicht oder ging nicht so ganz in die Tiefe, wie man das vielleicht hätte machen können, aber das liegt wahrscheinlich einfach jetzt an dem Umfang der Geschichte, also ich glaube als Buch hat das so 250 Seiten, wie gesagt als Hörbuch so um die 6 Stunden, das ist natürlich auch jetzt relativ wenig Zeit, beziehungsweise sind relativ wenige Seiten, um eine total komplexe Geschichte aufzubauen, von daher, ja, ich weiß nicht, ob ich sagen kann, fehlte es der Geschichte an Tiefgang, weil es hat sich nicht so angefühlt, als würde was fehlen. Aber ich kann mir vorstellen, dass man das vielleicht als Kritikpunkt sehen könnte. Mich persönlich hat das in dem Fall jetzt aber nicht gestört und ich hatte auf jeden Fall meinen Spaß beim Hören. Und zu diesem Buch gibt es übrigens auch eine schriftliche Rezension. Also falls ihr das Ganze nochmal kompakt schriftlich nachlesen wollt, verlinke ich euch das in der Infobox. Das habe ich für Mats rezensiert. Da schreibe ich ja ab und zu Artikel, die dann meistens online erscheinen zu den verschiedensten Themen, hauptsächlich aber zu buchigen Themen oder auch zu queeren Themen oder beides. Genau. Okay, ich habe gerade gesehen, dass ich ein Buch übersprungen habe. Also das habe ich eigentlich nach No Escape gehört, dieses Hörbuch. Habe aber irgendwie gerade vergessen, das aufzuzählen. Aber ist ja im Prinzip auch nicht so wichtig, in welcher Reihenfolge ich euch das jetzt zeige. Und zwar geht es um das Hörbuch Wie viel wiegt mein Leben? Warum wir bei Magersucht über den Tellerrand hinausschauen müssen von Antonia C. Wesseling, auch bekannt als Toni Pure. Das Buch habe ich schon mal gelesen, kurz nachdem es erschienen ist, beziehungsweise so um den Erscheinungstermin rum. Vor 2 Jahren ungefähr müsste das gewesen sein. Oder war das vor einem Jahr? Weiß ich gerade gar nicht mehr genau. Ich kann es euch hier ja mal einblenden. Ich meine aber, dass es vor 2 Jahren war. Und da erzählt Toni eben von ihrer persönlichen Geschichte, von ihrer Vergangenheit mit der Magersucht, wie das ihren Alltag beeinflusst hat. Es gibt auch immer wieder zwischendurch kleine Zitate von ihrer Familie, also von ihren Eltern und ihrer Schwester oder auch von ehemaligen bzw. immer noch aktuellen TherapeutInnen. Das fand ich auch nochmal interessant, also wie die das Ganze eben wahrgenommen haben. Und es geht vor allem auch um die Gründe, warum sie eben in diese Magersucht gerutscht ist, welche, ja, Sachen da überhaupt hinterstecken. Denn dieses Nicht-Essen-Wollen oder das Gefühl haben, nicht essen zu können, ist ja im Prinzip nur ein Symptom, also nur das, was man so oberflächlich vielleicht sieht, aber was da eigentlich hintersteckt, also welche unerfüllten Bedürfnisse, das deckt sie dann eben sozusagen auf und geht da auf jeden Fall auch sehr, ja, tief rein in das Thema, also was sich da wirklich hinter verbirgt und versucht auch mit so Klischees aufzuräumen, die es so über Magersucht oder generell über Essstörungen gibt. Und letztendlich geht es dann halt auch darum, wie sie da wieder rausgefunden hat, wie, ja, einfach ihr Weg aus der Magersucht heraus abgelaufen ist und was da für sie eine Rolle gespielt hat. Es geht dann auch um Klinikaufenthalte. Der Hauptgrund, warum ich dieses Buch jetzt eben nochmal hören wollte, ist, dass ich gerade an einem Jugendroman eben schreibe, das habe ich ja schon öfter erwähnt, aber was ich, glaube ich, noch nicht erwähnt habe, ist, dass eine der beiden Hauptfiguren auch mit einer Essstörung zu tun hat, also die ist magersüchtig und da ich eben selber nicht von einer Essstörung betroffen bin, dachte ich, ja, wäre es auf jeden Fall hilfreich, mich damit nochmal zu beschäftigen. Habe ich auch schon auf andere Art und Weise gemacht, aber gerade weil ich eben Tonis Buch doch als sehr, ja, verständlich erklärt in Erinnerung hatte, wollte ich, ja, mich damit jetzt nochmal beschäftigen, damit ich das Ganze eben möglichst authentisch und realistisch darstellen kann in meiner Geschichte. Ich denke, das hat mir auf jeden Fall auch nochmal geholfen, so zu sehen, worauf man achten kann, wenn man eben über Magersucht spricht und was da eben alles den Alltag beeinflussen kann. Ich werde jetzt natürlich nicht 1:1 Tonis Erfahrung in meine Geschichte verpacken. Das würde auch allein schon deswegen ja gar nicht funktionieren, weil meine Hauptfigur ganz andere Lebensumstände hatte, jetzt als das bei Toni der Fall ist. Aber es hat mir auf jeden Fall, würde ich sagen, nochmal geholfen, dieses tiefere Verständnis eben, was hinter der Magersucht steckt, wieder zu aktivieren, würde ich sagen. Denn im Prinzip wusste ich ja schon, worum es geht, weil ich das Buch ja schon gelesen habe. Aber es war einfach nochmal eine Auffrischung und da hat es auf jeden Fall gut getan. Und das Buch hat mir auch aus anderen Gründen nochmal was gegeben, weil ich zum einen es auch,
ja, einfach generell mag, mich mit Psychologie zu beschäftigen, mit der menschlichen Psyche. Das ist jetzt natürlich ein sehr weit gefasstes Feld, da gibt es bestimmt auch Themen, die mich weniger interessieren, aber so ganz allgemein ist das schon was, was mich fasziniert. Und ja, da ist dieses Buch natürlich sehr, sehr interessant, weil es ja darauf eingeht, was für Schutzmechanismen die Psyche eben für einen selber bereithält, denn eine Essstörung kann ja im Prinzip ein Schutzmechanismus auch sein und oder ja, ein Umgangsmechanismus. Und das fand ich dann auf jeden Fall auch nochmal aus dieser Perspektive betrachtet oder in dieser Hinsicht super interessant, da nochmal mehr darüber zu erfahren oder das eben alles nochmal so aufzufrischen. Der dritte Grund ist, dass ich auch Toni als Person einfach sehr sympathisch finde und ja, sie auch schon länger auf YouTube verfolge und auch über Instagram und deswegen das einfach spannend finde zu sehen, wie sie eben zu der Person geworden ist, die sie heute ist. Und der vierte und letzte Grund ist, dass ich auch für mich persönlich was daraus mitnehmen konnte, obwohl ich eben nicht selber von einer Essstörung betroffen bin. Gerade aus den letzten Abschnitten im Buch konnte ich halt für mich persönlich was mitnehmen, weil Toni sich dann eben damit beschäftigt, ja, wie sie im Prinzip ihr Leben gestalten möchte. Also da geht es dann halt darum, wie sie wieder in ihr Leben zurückgefunden hat, beziehungsweise, was heißt zurückgefunden, in ein gesundes Leben, in einen gesunden Alltag findet. Und da hat sie sich vor allem mit Fragen beschäftigt, die so sind wie, ja, wie möchte ich mein Leben gestalten? Wie kann ich ein selbstbestimmtes Leben führen? Wie treffe ich Entscheidungen, die mir auch gut tun? Und ja, also was sind ja Fragen, die, denke ich, viele Jugendliche und junge Erwachsene beschäftigen. Natürlich sind das Fragestellungen, mit denen sich auch andere Leute auseinandersetzen können, aber ich denke, gerade Leute, die eben so im jungen Erwachsenenalter sind, haben damit besonders viel zu tun, beziehungsweise ja, sind damit einfach konfrontiert, falls es dann darum geht, selbstständiger zu werden. Man ist vielleicht mit der Schule fertig, also das ganze Leben, der ganze Alltag verändert sich irgendwie. Man muss jetzt selber Entscheidungen treffen, wie der eigene Lebensweg weitergehen soll, ob man studieren möchte, eine Ausbildung macht, von zu Hause auszieht, reist, was auch immer. Und von daher fand ich das einfach nochmal sehr interessant, gerade auch für mich in meiner jetzigen Lage, dass ich ja jetzt eben ausgewandert bin, mir aber trotzdem immer wieder Gedanken mache, wie ich selber eigentlich mein Leben leben möchte und wie ich mir meine eigene Zukunft vorstellen kann, was ein Prozess ist, bei dem ich mich definitiv noch am Anfang befinde, also der auf jeden Fall noch nicht abgeschlossen ist. Aber da konnte mir dieses Buch auf jeden Fall nochmal so ein paar hilfreiche Denkanstöße mit auf den Weg geben. Von daher würde ich sagen, ist es auf jeden Fall ein Buch, was ich eigentlich allen Leuten empfehlen kann. Also egal, ob sie selber jetzt betroffen sind von einer Essstörung oder vielleicht Leute kennen, die davon betroffen sind oder eben ob sie selber das einfach nur aus einer außenstehenden Perspektive lesen wollen. Ich kann jetzt natürlich nicht beurteilen, ob das einem hilft, wenn man eben eine Essstörung hat, da wieder rauszukommen, weil es durchaus auch immer wieder so kleine Ratgeberelemente hat. Aber im Großen und Ganzen kann natürlich ein Buch das niemals alleine schaffen, also einem da rauszuhelfen, sondern man muss dann auch Eigeninitiative ergreifen. Aber ich glaube oder kann mir schon vorstellen, dass einen das Buch dann nochmal so dazu motiviert. Und von daher ist es für mich auf jeden Fall ein sehr empfehlenswertes Buch gewesen und gerade eben im Hinblick auch nochmal für mein eigenes Schreibprojekt hilfreich gewesen. Kommen wir dann jetzt zum nächsten Hörbuch und zwar ist das Lenny und die Liebe von Nadine Föse. Das ging ungefähr 5 Stunden. Also ihr merkt schon, ich habe mir meistens so Hörbücher rausgesucht, die halt ein bisschen kürzer sind, weil das dann auch wiederum besser zu meinem Alltag passt, als wenn das jetzt so ein 12-Stunden-Hörbuch ist, wo ich dann einfach ziemlich lange für brauchen würde. Und das, ja, frustriert mich dann vielleicht auch irgendwann, weil ich es auch einfach lieber mag, so, ja, ein bisschen was am Stück von der Geschichte mitzuverfolgen. Und dann bleibt man natürlich auch besser im ganzen Geschehen drin und so weiter. Von daher habe ich schon mir tendenziell eher immer kürzere Hörbücher ausgesucht. Was natürlich dann auch wiederum mit sich bringt, dass die teilweise nicht ganz so komplex oder in die Tiefe gehend sind, was ich bei diesem Buch auch bemängeln würde. Aber gut, fangen wir erstmal mit dem Inhalt an. Worum geht es überhaupt? Hier geht es um Lenny. Er ist 17 Jahre alt. Im Laufe der Geschichte wird er dann 18 Jahre alt. Und er ist seit der 9. Klasse schon verliebt in eine Mitschülerin, nämlich Tina. Und die war dann ein Jahr in Australien. Auch die ganze Zeit über. Währenddessen war er noch in sie verknallt, obwohl er sie eigentlich noch gar nicht so richtig kannte. Und als sie dann wiederkommt, ja, lernen die beiden sich tatsächlich ein bisschen näher kennen und ja, freunden sich sogar an. Und das ist mehr, als sich Lenny jemals zu träumen erwagt hätte. Und er ist aber trotzdem halt immer noch in sie verliebt. Also möchte eigentlich mehr als Freundschaft von ihr. Aber von ihrer Seite aus, ja, sind die Zeichen eher so, dass sie ihn als guten Freund sieht oder so halt als Kumpel. Und das, ja, macht ihn halt schon so ein bisschen traurig, beziehungsweise frustriert ihn auch. Aber er weiß auch nicht so richtig, wie er das ansprechen soll, weil er eben auch diese Freundschaft oder was dazwischen denen halt ist, nicht kaputt machen möchte. Das ist im Prinzip auch so die Handlung. Also es geht dann um die Freundschaft zwischen den beiden und auch, ja, also wie Lenny halt damit umgeht und wie sich das Ganze zwischen den beiden eben weiterentwickelt. Und es geht dann auch generell noch um andere Freunde von Lenny. Also der hat einen relativ großen Freundeskreis, beziehungsweise so eine Gruppe. Und da ging es dann gerade um, ja, 3 beziehungsweise 4 andere Leute auch noch so ein bisschen und um deren, ja, Sorgen und Probleme, die sie so in ihrem Alltag haben. Also das wurde dann auch noch so ein bisschen mit beleuchtet. Also so typische
Coming-of-Age-Themen im Prinzip, also Selbstfindung, auch Abnabelung von den Eltern. Genau, und es gab auch das Thema Coming-out dann noch bei zwei Freundinnen von ihm, weil die nämlich lesbisch sind, also zwei Freundinnen von ihm, die zusammen sind, halt ein Pärchen sind. Und da gab es mit den Eltern teilweise auch noch so ein bisschen Probleme. Also ja, wurde eben auch behandelt, wie das ist, wenn Eltern schlecht auf ein Outing reagieren beziehungsweise das eben nicht ernst nehmen. Und ich muss sagen, ich fand teilweise die Handlungsverläufe bei den Nebencharakteren interessanter als die Haupthandlung, also als das mit Lenny und Tina, weil irgendwie hat es mir da so an Konflikten gefehlt. Also da kam einfach nicht genug Spannung für mich auf. Ich habe es halt trotzdem immer so weitergehört und den Sprecher fand ich auch ganz cool. Aber es war halt irgendwie insgesamt einfach ein bisschen zu wenig Handlung auch. Plätscherte halt so vor sich hin und da hätte ich mir gewünscht, dass einfach generell noch ein bisschen mehr passiert. Wie gesagt, das ist auch so ein bisschen dieses Ding bei einem 5-stündigen Hörbuch oder waren es jetzt 6, irgendwie sowas. Kann man natürlich auch nicht zu viel erwarten, aber so ein bisschen mehr Action hätte ich mir schon gewünscht, oder was heißt Action? Das muss ja jetzt nicht wirklich Action in dem Sinne sein, sondern ich meine einfach, dass halt was passiert, dass Konflikte da sind. Das kann ja auch ein innerer Konflikt sein zum Beispiel. Das muss ja gar nicht irgendwas Äußeres immer sein oder irgendeine Gefahr oder dass es um Leben und Tod geht oder sowas. Das meine ich jetzt gar nicht. Und ich habe grundsätzlich auch kein Problem damit, wenn Bücher ein bisschen ruhiger sind, aber dann müssen die irgendwas anderes haben, was sie mir geben quasi. Also entweder ein schöner, poetischer Schreibstil zum Beispiel oder Humor oder irgendwie sowas. Und das hatte dieses Buch aber auch nicht so richtig. Von daher war mir das einfach insgesamt so ein bisschen zu wenig. Wobei ich die Handlung auf die Nebenfiguren, wie gesagt, sehr gut ausgebaut fand. Genau, und eine Sache, die mir auch aufgefallen ist, ist, dass auf dem Klappentext irgendwie, oder bei BookBeat stand das zumindest, da so damit geworben wurde, dass das ja eine authentische Geschichte von Jugendlichen oder über Jugendliche ist aus dem 21. Jahrhundert. Und dann fand ich es ein bisschen amüsant, dass dann da eben aber doch etwas ältere Namen aufgetaucht sind. Also eben Tina, dann gab es auch noch Mark und Jens. Und ja, das fand ich ein bisschen amüsant und frage ich mich auch, warum das so gemacht wurde. Also wenn das eben so eine moderne Geschichte sein soll, warum dann auffallend viele von so Namen gewählt wurden, die dann doch eher in die Generation meiner Eltern passen würden. Aber gut, das ist jetzt nicht wirklich ein Kritikpunkt für mich. Es hat mich jetzt nicht gestört oder sowas. Genau, insgesamt finde ich es relativ schwierig, das jetzt so einzuordnen, das Buch. Also ob ich das jetzt weiter empfehlen würde oder nicht, weil ich sagen würde, wenn man damit klarkommt, dass es einfach nicht so viel Handlung gibt und man einfach sowas haben will, was man so ganz nett nebenbei hören kann, dann ist es schon okay. Aber eigentlich würde ich es auch nicht explizit weiterempfehlen, denke ich, weil es eben, ja, bis auf diese relativ vielfältigen und gut ausgebauten Nebencharaktere nicht so wirklich was Besonderes hatte für mich. Und dann kommen wir jetzt auch zu dem vorletzten Buch. Das war eine Graphic Novel, genauer gesagt, beziehungsweise ein Comic. Ich bin mir bei dem jetzt gar nicht ganz sicher, zu was man das zuordnen sollte. Aber es ist auf jeden Fall mit vielen Illustrationen, mit sehr wenig Text. Und zwar ist das die 3 Fragezeichen und das Gespensterschloss von Christopher Tauber. Das Besondere hieran ist, dass das der erste Fall von den 3 Fragezeichen ist, nur nochmal neu aufgelegt und eben illustriert. Also als Comic-Graphic Novel-Variante. Das Ganze ist jetzt auch erst kürzlich erschienen. Ich blende euch hier nochmal das Erscheinungsdatum rein. Das gehört jetzt zu einer neuen Reihe, wo also die alten Fälle, die schon vor sehr langer Zeit erschienen sind, nochmal neu aufgegriffen werden und eben nochmal auf eine etwas andere Art und Weise dargestellt werden, was ich sehr cool fand und was mich neugierig gemacht hat. Dazu muss ich sagen, dass ich die ursprüngliche Geschichte nicht kenne, also ich kann da jetzt nicht vergleichen, inwieweit da vielleicht Unterschiede gemacht worden sind oder wie gut das eben jetzt als Comic umgesetzt wurde. Aber so an sich gesehen kann ich den Comic ja schon bewerten und da hat er mir auf jeden Fall gut gefallen. Es war eine sehr unterhaltsame Geschichte. Achso, übrigens, die Ursprungsgeschichte ist 1964 erschienen. Das habe ich, glaube ich, gerade noch gar nicht gesagt. Also doch schon eine ganze Weile her. Und das Ganze wurde jetzt aber nicht wirklich modernisiert. Also so wirkte das zumindest nicht. Und zwar geht es hier um die 3 Fragezeichen, die eben ja zu dem Zeitpunkt sich erstmal überhaupt noch zusammenfinden. Es geht um ein Gespensterschloss und um eine Person, deren Namen sehr ähnlich klingt wie der von Alfred Hitchcock. Es ist dann ein bisschen anders. Ich glaube, der hieß dann Albert Hitchfield oder sowas in den Comics. Das ist ja immer bei den 3 Fragezeichen so, dass da die Namen von bekannten Persönlichkeiten dann so ein bisschen abgewandelt werden und man aber eigentlich trotzdem weiß, wer gemeint ist. Und jetzt nochmal umso mehr eben anhand der Illustrationen. Auf jeden Fall ist der auf der Suche nach einem geeigneten Ort zum Drehen für einen seiner Filme, nämlich nach einem Gespensterschloss. Und dieser Suche nehmen sich die 3 Fragezeichen an und stellen dabei fest, dass es in einem nahegelegenen Schloss tatsächlich zu spuken scheint. Und da wollen sie natürlich gucken, was dahinter steckt, denn sie glauben nicht wirklich daran, dass es dort Geister gibt. Aber sogar Justus, ja, also wird in Angst und Schrecken versetzt von dem, was sie dort sehen und was dort abzulaufen scheint. Genau, und so viel im Prinzip zur Handlung. Es hat auch gar nicht so viele Seiten, also dieser Comic hat jetzt 128 Seiten, das heißt, da ist auch wieder gar nicht so viel Platz für
sehr viel Tiefgang, aber das muss es, denke ich, auch gar nicht haben. Ich fand es einfach sehr schön, da nochmal so einzutauchen, und die drei Fragezeichen sind auch einfach irgendwie so mit so ein bisschen Nostalgie und Kindheitserinnerung für mich verbunden. Ich habe vor allem die Hörspiele halt früher immer gern gehört. Darum war das einfach sehr schön, da nochmal so einzutauchen, und vor allem eben auch, weil es der erste Fall ist, fand ich es auch nochmal ganz interessant, da so ein paar Sachen über die Gründung von dieser Detektivbande quasi zu erfahren. Zum Beispiel, warum Bob als, nicht als dritter Detektiv, sondern für Recherchen und Archiv eben zuständig ist. Und, oder auch, wie sie überhaupt zu ihrem Fahrer gekommen sind, denn ich wusste aus einigen Hörspielen, die also schon älter sind, also dass die drei Detektive da eben einen Rolls-Royce haben und auch einen persönlichen Chauffeur, wusste aber nie, wie es dazu eigentlich gekommen ist, also warum diese drei Jugendlichen überhaupt sowas haben. Und in diesem Comic wurde das dann eben auch nochmal aufgegriffen, wie es dazu eigentlich gekommen ist. Also wenn ihr das noch nicht wisst und auch neugierig seid auf so ein bisschen Insiderwissen bzw. Hintergrundwissen, dann kann ich euch das auf jeden Fall auch empfehlen. Ich muss sagen, dass ich den Preis für diesen Comic relativ teuer finde. Also als Taschenbuchversion kostet das 18 €, als E-Book kostet das 14 €. Ich habe es jetzt eben als Rezensionsexemplar kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen. Ich glaube aber, mir wäre das fast schon zu viel gewesen, wenn ich mir das hätte selber kaufen müssen. Von daher, das ist so ein bisschen mein Kritikpunkt. Inhaltlich habe ich da jetzt nicht wirklich was dran auszusetzen. Es hat schon meine Erwartungen auf jeden Fall erfüllt. Ich fand die Illustration auch ganz cool. Ich fand sie auch noch besser als vom Cover her, weil ich muss sagen, ich glaube, es ist Bob auf dem Cover hier. Ich habe es ja gerade nicht vor mir, sondern blende euch das dann ein. Bobs Gesicht so ein bisschen langgezogen, und also vom Cover her hat mich der Zeichenstil noch nicht so angesprochen, aber wie es dann letztendlich innen umgesetzt wurde, fand ich doch sehr gut. Es ist übrigens auch farblich illustriert, das fand ich auch cool. Von daher macht es schon auf jeden Fall Spaß, da durchzublättern, also auch auf dem Tablet jetzt, wie ich es eben in digitaler Form gemacht habe. Und cool fand ich, dass zusätzlich am Ende noch so ein paar kleine Einblicke gegeben wurden in den Entstehungsprozess der ganzen Geschichte bzw. der einzelnen Zeichnungen. Sowas mag ich ganz gerne, denn ich war ja selber auch im Kunstleistungskurs in der 12. Klasse und habe mich da dann eben auch mit, ja, Zeichnungen beschäftigt oder mit den Zeichnen beschäftigt. Und habe sogar mal bei einer Projektarbeit auch eine 3-Fragezeichen-Graphic-Novel bearbeitet. Also da ging es darum, ein Filmplakat zu erstellen. Und da habe ich dann ein Filmplakat quasi zu der Graphic-Novel Rocky Beach gemacht oder gestaltet. Und da war ich eben auch damit konfrontiert, dass ich quasi verschiedene Entwürfe machen musste und bis ich mich dann letztendlich dafür entschieden habe, welcher das ist. Und die wurden dann weiter ausgearbeitet und so. Von daher fand ich das nochmal besonders interessant, dass da jetzt auch so ein paar Entwürfe eben gezeigt wurden, hinten zum Beispiel von einem Cover. Genau, und Christopher Tauber ist übrigens der gleiche, der auch die Graphic Novel Rocky Beach illustriert hat. Wobei die Graphic Novel Rocky Beach nochmal ein bisschen anders thematisch ist. Das Ganze spielt dann nämlich im Erwachsenenalter der drei Fragezeichen. Also das sind die in den 40er Jahren, also in ihren 40er Jahren sind sie so alt. Genau, das ist also thematisch und auch vom Setting her deutlich düsterer und nochmal ein bisschen anders. Aber das ist eben der gleiche Illustrator. Aber wie gesagt, der Preis ist das Einzige, was ich daran jetzt so ein bisschen auszusetzen habe. Aber für Fans von den drei Detektiven finde ich es dennoch schon empfehlenswert. Und zuletzt habe ich noch einen Krimi für euch, einen, ja, Erwachsenen-Krimi, wenn man so will, und zwar Belgische Finsternis, Piet Donker ermittelt, oder nee, der erste Fall für Piet Donker, wie ist denn jetzt der Untertitel, weiß ich nicht mehr genau, von Stefan Haas. Das ist der Debütroman des Autors, und das Ganze ging 9 Stunden oder 9 3/4, also fast 10 Stunden. Und das wurde mir irgendwie mal auf BookBeat vorgeschlagen, sonst wäre ich da wahrscheinlich auch nicht drauf gekommen, aber mich hat einfach so das Cover spontan angesprochen, obwohl das ja jetzt auch gar nicht so besonders ist. Okay, was ist mit den Vögeln da draußen los? Ich weiß nicht, ob ihr es gerade hört, aber okay, ignorieren wir jetzt mal. Und das Buchcover sieht übrigens auch deutlich anders aus und längst nicht so ansprechend, wie ich finde. Ich kann es euch ja hier mal einblenden, und kommentiert gerne mal, welches ihr besser findet. Und ja, aber das Hörbuchcover wurde mir da ja eben bei BookBeat nur angezeigt, und der Klappentext hat mich dann auch neugierig gemacht, weil da das Stichwort Altfall erwähnt wurde. Und ich kann gar nicht genau begründen, warum, aber irgendwie reizt mich das, wenn ich davon höre, dass halt irgendein Cold Case eine Rolle spielt. Von daher war ich da schon mal neugierig und fand Belgien als Handlungsort auch ganz cool. Ich habe, glaube ich, noch nie einen Krimi oder überhaupt ein Buch gelesen oder gehört, was in Belgien spielt, wenn ich mich jetzt recht entsinne. Von daher war ich da auch neugierig drauf, wie das umgesetzt wurde, und habe das dann mal angefangen. Ich wurde dann überrascht durch den Tonfall bzw. die Stimme des Sprechers, die nämlich relativ aggressiv klingt. Das passt teilweise auch zu den Figuren, weil da doch relativ viele verschrobene Figuren dann drin vorkommen, oder einfach so ein bisschen merkwürdige Figuren oder die halt auch selber so ein bisschen aggressiv drauf sind. Aber es war halt nicht unbedingt so angenehm, um das zu hören. Aber vielleicht sollte ich erstmal überhaupt noch mal was zum Inhalt sagen. Es geht hier um den Ermittler Piet Donker, der bisher in Brüssel ermittelt hat und dort auch lebt. Er hat eine Frau und eine kleine Tochter, wobei ja mit der Frau die Ehe auch gerade so ein bisschen in die Brüche geht. Im Prinzip das, was man so ein bisschen schon kennt, also was so ein bisschen fast schon so ein Klischee ist bei Krimis. Da muss ich sagen, ja, hat sich dieser Krimi auch einigen Klischees bedient.
ja, unter anderem eben dieses Eheproblem. Dann das zweite Klischee, was aufgegriffen wurde, ist, dass er dann auch ein Alkoholproblem hat, weil, und das ist dann das dritte Klischee, ein Kollege von ihm verstorben ist. Wobei ich nicht weiß, ob man das so als Klischee bezeichnen kann, aber es kam mir zumindest vor wie etwas, was man halt schon kennt aus anderen Krimis. Nämlich war der in einem Drogendezernat vorher tätig und ein Kollege und, soweit ich weiß, auch ganz guter Freund von diesem Piet Donker ist eben bei einem Einsatz dann erschossen worden und mit dieser Trauer oder ja, mit diesem Verlust und mit generell mit diesem ganzen Umstand, mit der Brutalität, mit dieser Gewalt, mit der er dann eben konfrontiert wurde, kommt Piet Donker halt nicht ganz klar, weswegen er sich dann eben in, ja, Alkohol gestürzt hat. Ja, und ich lese ja eigentlich gar nicht mal so mega viele Krimis oder kenne bisher noch gar nicht so viele und trotzdem kamen mir da halt schon die ein oder anderen Sachen so bekannt vor. Ist dann ja schon mal nicht so ein gutes Zeichen. Aber um noch so ein bisschen bei der Handlung zu bleiben, Piet Donker wird dann versetzt, was ihm auch gar nicht so recht, was ihm auch ganz recht kommt, weil er dann einfach so ein bisschen Abstand zu diesem, ja, Fall bekommen kann, der eben mit dem Tod seines Kollegen geendet hat. Er wird versetzt in ein kleines Dorf, wie hieß es jetzt gleich, Rafburg, das ist an sich ein fiktives Dorf oder eine Kleinstadt an der Grenze zu Deutschland und liegt dann auch im deutschsprachigen Teil von Belgien, also in Ostbelgien ist es dann. Genau, und dort wurde ein Schülerkalender gefunden von einer Person, die seit 15 Jahren als vermisst gilt. Und in diesem Schülerkalender finden sich halt neue Hinweise, sodass die Ermittlungen neu aufgerollt werden sollen. Und eventuell, ja, hat das Verschwinden dieses Jungen auch etwas zu tun mit einer Mordserie, die sich dort auch vor 15 Jahren ereignet hat in dieser Stadt und die diese Stadt eben, ja, in Angst und Schrecken versetzt hat und sie nachhaltig verändert hat. Also, dass da ein sehr großes Misstrauen herrscht. Also untereinander bei den Bewohnern, aber auch gegenüber eben neuen Personen, so auch Piet Donker. Also er wird nicht gerade freundlich dort empfangen. Und das ist eben auch das, was ich meinte mit den aggressiven Leuten oder mit dem aggressiven Tonfall. Und generell, also das, die ganze Stimmung ist schon relativ rau und so auch die Erzählstimme. Von daher passt das in gewisser Weise zusammen. Aber es ist halt, ja, einfach nicht ganz so angenehm, das quasi zu hören, wobei ich mich dann da auch ein bisschen daran gewöhnt habe nach einer gewissen Zeit. Den Einstieg der Geschichte fand ich nicht ganz so gelungen, weil es halt relativ lange dauert, bis halt mal was passiert und bis da so ein bisschen, ja, die Geschichte an Fahrt aufnimmt und Schwung in die Sache kommt, weil am Anfang, ja, ist halt dieser Schülerkalender, aber es geht nicht so richtig voran, man erfährt nicht so richtig, was eigentlich diese Mordserie war und ja, was es überhaupt alles für Möglichkeiten gibt, wer jetzt vielleicht als Täter oder Täterin in Frage kommt für dieses Verschwinden von dem Jungen, also ob der vielleicht halt entführt wurde. Und als dann aber mal so ein paar Informationen auf den Tisch kommen, ist dann auch direkt Spannung aufgekommen. Das war dann aber erst so im Mittelteil. Und das Ende wiederum fand ich dann nochmal sehr gut, also sehr gelungen, weil da auch einige Plot-Twists nochmal aufgekommen sind und einige Sachen doch auch dann anders waren als gedacht. Und das war dann auf jeden Fall doch sehr cool umgesetzt. Was mich zwischendurch ein bisschen irritiert hat bei diesem Buch, war, dass die Kapitel, in denen es um Piet Donker ging, aus der Ich-Perspektive erzählt wurden. Das ist ja für dieses Genre schon eher untypisch, würde ich sagen. Und das hat mich halt zwischendurch immer so wieder so ein bisschen rausgebracht, wenn dann irgendwelche Sätze mit Ich angefangen haben, weil ich halt damit gerechnet habe, dass jetzt kommt, er macht dies und das anstatt ich. Und ich sehe da auch nicht ganz den Vorteil, weil irgendwie die Gefühls- oder Gedankenwelt von Piet Donker sollte nicht unbedingt so eine Rolle spielen, beziehungsweise hat halt auch eigentlich keine große Rolle gespielt. Darum, denke ich, hätte man das auch gut aus der dritten Person machen können, aber naja. Und zwischendurch gab es auch wieder Kapitel, die nicht aus seiner Sicht erzählt wurden, sondern dann aus der dritten Perspektive über eine andere Person, nämlich die, Moment, jetzt muss ich kurz überlegen, nämlich eine Person, die damals 15 Jahre alt war, zum Zeitpunkt, als sich eben diese, ja, Mordserie ereignet hat in Rafburg und jetzt also mittlerweile Anfang 30 ist. Und aus ihrer Sicht wird auch was erzählt, weil sie, ja, irgendwelche Geheimnisse hat, sie scheint irgendwas zu wissen. Und das hat dann natürlich auch für Spannung gesorgt, nach und nach. Also als man eben so ein bisschen herausgefunden hat, inwiefern sie in diesem Ganzen mit drinsteckt. Das fand ich also auch ganz cool gelöst, dass es da eben diese Perspektivwechsel gab. Zu Beginn der Geschichte dachte ich, dass ich den zweiten Teil, der mittlerweile auch schon draußen ist, wahrscheinlich nicht hören werde, weil es mich einfach nicht genug gefesselt hat und auch einfach ich mit dem Sprecher nicht so gut klargekommen bin. Aber nachdem ich es dann beendet habe, muss ich sagen, dass ich doch geneigt bin, den zweiten Teil mir auch noch anzuhören, gerade weil ich dann eben auch noch festgestellt habe im Nachhinein, dass das halt das erste Buch von einem Autor ist. Von daher kann ich mir vorstellen, dass er vielleicht auch einfach noch so ein bisschen Übung gebraucht hat quasi und vielleicht macht er es beim zweiten Buch dann anders, sodass es einfach schon ein bisschen schneller und spannender startet. Denn den Mittelteil und das Ende fand ich doch schon gut. Also es ist jetzt auch kein rundum gelungener Krimi. Also auch beim Mittelteil und beim Ende gab es Sachen, die ich vielleicht nicht ganz so realistisch fand. Oder eine Sache fand ich auch ein bisschen vorhersehbar. Aber das war nur eine Kleinigkeit eigentlich. Also der hat auf jeden Fall schon so seine Ecken und Kanten, kann man so sagen. Aber es hat mir trotzdem gefallen und es hat mich gut unterhalten. Also gerade das Ende, wo es dann nochmal, ja, sehr rasant zuging, das fand ich wirklich sehr gut. Und auch einfach, ja, diese Sache mit dem Cold Case habe ich, wie gesagt, angesprochen. Und das fand ich dann auch ab dem Mittelteil ganz gut umgesetzt. Beim zweiten Teil habe ich mir jetzt noch gar nicht durchgelesen, worum genau es da geht.
Und ich muss sagen, Pete Donker als Ermittler fand ich jetzt auch nicht unbedingt zwingend sympathisch, aber einfach die Art, wie der Fall sich dann weiterentwickelt hat, ab dem Mittelteil, wie gesagt, hat mir schon gut gefallen. Von daher werde ich da, denke ich, dann auch den zweiten Teil irgendwann nochmal hören. Vielleicht jetzt nicht sofort in nächster Zeit, aber irgendwann so ganz generell mal. Genau, und das war es dann jetzt auch mit den Büchern, die ich im Mai gelesen und gehört habe. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Vielleicht konntet ihr auch den einen oder anderen Tipp mitnehmen. Ihr könnt mir auch gerne in die Kommentare schreiben, wie euch die Bücher gefallen haben, falls ihr sie schon kennt oder ein paar davon. Oder auch, was eure Highlights oder vielleicht auch Flops im letzten Monat waren. Bei mir, muss ich sagen, gab es jetzt nicht wirklich Flops, aber so ein paar doch eher mittelmäßige Bücher, also zum Beispiel Lenny und die Diebe, würde ich jetzt eher als mittelmäßig einstufen. Und auch die drei Fragezeichen Graphic Novel, die fand ich ganz cool zu lesen, aber das war jetzt auch kein Highlight, das habe ich mir aber auch nicht erwartet. Von daher hat sie meine Erwartungen erfüllt. Ja, aber war eben trotzdem jetzt nichts mega krasses, was ich auf jeden Fall sagen würde, was jede Person lesen muss. Aber wie gesagt, für Fans schon. Und ja, aber ich wollte jetzt eigentlich auch gar nicht wieder zu dem Thema zurückkehren, denn das hatte ich ja schon abgeschlossen und würde das Video jetzt auch beenden. Wahrscheinlich habe ich schon wieder richtig viel geredet, aber ich hoffe, euch stört das nicht. Und genau, dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Tschüss!